Ja, liebe Jungen und Mädchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf euch und Sie auch herzlich begrüßen. Herr Feller hat es eben schon gesagt, volles Haus, Schulkonzert versus Fußball-Weltmeisterschaft. Hatten wir eigentlich nicht gedacht, vielleicht so der ein oder andere Platz bleibt leer, das ist allerdings nicht der Fall. Und Sie zeigen dadurch, wie sehr Sie die Arbeit unserer jungen Künstlerinnen und Künstler schätzen und würdigen. Denn was so leicht auf der Bühne daherkommt, ist in der Tat ganz harte Arbeit. Viele, viele Stunden üben, üben und noch einmal üben, stehen dahinter, hier und da ein Schieferton, hier und da vielleicht zu Hause auch eine Katze, die sich hinter der Heizung verkrochen hat. Alles dabei gewesen. Aber es ist etwas Wunderbares dabei herausgekommen. Sie haben das bis jetzt gesehen und wir sind sicher alle, dass wir das auch gleich weiterhin sehen und hören werden. So etwas funktioniert natürlich nur dann, wenn Menschen da sind, die sich auch intensiv um die Jungen und Mädchen kümmern. Ich darf zunächst einmal sagen, dass wir schon seit vielen Jahren eine sehr enge Verbindung pflegen mit der Musikschule und vielen Dank an dieser Stelle stellvertretend an Herrn Baronowski. Frau Jaschke gehört zwar auch zur Musikschule, aber ich zähle sie auch so ein bisschen schon mal zu unserem Kreis, zu unserem Kollegium. Sie sind sicherlich böse, Herr Baronowski, wenn ich das tue. Auch nochmal vielen Dank an Frau Jaschke. Und natürlich wird das alles koordiniert von einer Person, der in den letzten Tagen und Wochen wirklich nur noch hin und her gelaufen ist, organisiert hat, geübt hat, geprobt hat. Ja, Herr Feller. In heutigen Zeiten werden die Kassen immer knapper. Das wissen Sie alle persönlich, aber das wissen wir auch im öffentlichen Raum und natürlich spüren auch die Schulen das mehr und mehr. Umso erfreulicher ist es, dass wir Möglichkeiten haben, solche Dinge wie das Schulkonzert, aber auch andere Dinge finanziell zu unterstützen in anderen Fachbereichen. Und deshalb gilt zunächst mein herzlicher Dank an die Unterstützung, die in vielen Jahren geleistet wird an unseren Fördervereinen. Und dann sind wir in der glücklichen Lage, etwas zu haben, was kaum eine Schule hat. Wir haben eine Stiftung und wir sind sehr, sehr froh, dass ein Bürger Warsteins diese Stiftung für uns gegründet hat und jährlich doch einige Euro, was sagen, an ihr 1000 Euro ausschüttet und uns unterstützt. Vielen Dank, Herr Dr. Grafe, den ich jetzt auf die Bühne bitten darf. Der Stiftungsvorstand, dem außer Herr Dr. Grafe ein Mitglied der Fachschaft Musik, ein Mitglied der Fachschaft Naturwissenschaften und einer Person der Sparkasse, in diesem Fall ist es Herr Schneller, angehört, hat sich in diesem Jahr überlegt, die Gelder, die auszuschütten sind, möglichst breit zu verteilen, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler in den Genuss dieser Gelder kommen. Und deshalb sind die Gelder über die Fachschaften, über die Naturwissenschaften und die Musik gestreut worden. Insgesamt, vielleicht dürfen wir das gerade schon einmal vorab zeigen,
wird ein Betrag von 3.435 Euro Dieser Preis wird auf die Fachschaften verteilt. Ich sage gleich, wie im Einzelnen. Ich darf aber zunächst einmal Schülerinnen und Schüler unserer Schülervertretung bitten, auf die Bühne zu kommen, um dann symbolisch für die gesamte Schülerschaft den Preis entgegenzunehmen. Sollten eigentlich noch welche von der Bläserklasse kommen. Ich hoffe, die trauen sich auch noch zu kommen. Ja, diese 3.435 Euro hat der Stiftungsvorstand wie folgt verteilt. In diesem Jahr geht der Löwenanteil von 1.500 Euro an die Fachschaft Physik. Werden besonders teure Experimentiergeräte gekauft, die im Unterricht eingesetzt werden für spezielle Versuche. 500 Euro gehen an die Fachschaft Biologie. Applaus Dieses Geld wird für fachspezifische Exkursionen zur Verfügung gestellt. Die Fachschaft Chemie bekommt ebenfalls einen Anteil von 500 Euro. Unter anderem werden mit diesen Geldern auch die Preisträger des Wettbewerbs Jugend forscht bedacht. Und abschließend die Fachschaft Musik. Sie haben gesehen, wem das alles zugute kommt, mit 935 Euro. Symbolisch zu überreichen. Da sind ja jetzt noch eine ganze Menge gekommen.